Willkommen hier aus Australien zu unserer F1 My Team Karriere, hier mit Audi natürlich wieder in F1 23. Wir sind ja in Melbourne, einer sehr tollen Strecke und die Nacht in Umarbeit natürlich noch besser ist. Doch nach den ja letzten Gegebenheiten und Regen im Qualifying, glaube ich, wird das ein sehr, sehr schwieriges Rennen für uns werden. Hier haben wir mal die Strecke, 5,2 Kilometer, 14 Kurven und 4 DRS-Zonen. Das kann es sind nur 3 DS-Zonen. Das kann trotzdem sehr, sehr heikel werden und sehr interessant werden, denn gutes Überholen ist natürlich hier möglich. Abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne ein Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Social Media vorbei. IT-Gaming auf Instagram und auch gerne auf EZ-Tobi auf TikTok. Macht die 13K endlich voll und wir kommen hier gut raus. Es ist, ja, Wet-Bedingungen. Intermediate ist angesagt und, okay, es ist Inter-Bedingungen, aber es ist halt nass. Und es ist sehr, 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 sehr schwierig. Generell, oh mein Gott, den Shuttle hier unnormal verpasst. Wir sind halt auf One-Shot. Und da ist es noch schwieriger. Denn man muss natürlich in dieser einen Runde die komplette Pace finden, die KI natürlich direkt drauf hat. Und so, ja, heißt es dann trotzdem alles geben. Und ja, nicht verzagen. Aktuell sind wir auf dem 15. Platz und das... ja, Tendenz senkend, also wir werden noch weiter durchgereicht, 16. Platz, die Pace ist nicht da und auch sehr, sehr viele, ja, Fehler in manchen Kurven bringen uns leider weit nach hinten. Das ist natürlich gar nicht wie gedacht, aber ja, ich glaube auch nicht, dass wir in Wet Conditions hier auch mehr zusammengebracht hätten. Ja, ohne den Fehler vielleicht ein, zwei Plätze nach vorne, aber sonst so, ja, generell der letzte Sektor, unnormal rutschig hier. Da geht es weit raus und wir sind aktuell auf dem 12. Platz, das wäre auch cool. Ja, mal gucken, wo das Ganze noch hinführen wird. Letzte, oh mein Gott, so hardcore den Shuttle verpasst. Und da geht's runter auf den 15. Platz. Letzte Kurve raus, viel Schwung mitnehmen und das ist der 16. Platz. Also das ist wirklich gar nicht gut. Trotzdem heißt es natürlich, ja, im Rennen Schadensbegrenzung. Punkte gibt es im Rennen und nicht im Qualifying. Und vielleicht können wir wieder einen ähnlich guten Start wie in Bahrain hinlegen, dass wir da was gut machen. Regende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, Hamilton, Perez, Russell, Fernando Alonso, Norris, Ocon, Stroll, Magnussen, Bottas, Gasly, Tsunoda, Joe, der Wissenschaftler, Hülkenberg, Albon, Oscar Piastri, Sargent, Doohan, Sargent und jetzt wird's Zeit zur Strecke zu schalten. Gut, unser Teamkollege hat es natürlich geschafft, noch schlechter zu sein, aber Jack Doohan erst im dritten Rennen überhaupt, also da können wir nichts verübeln. Los geht's hier mal, Lights out! Und wir kommen okay weg. Also es ist kein Raketenstart wie in Bahrain. Ja, es ist aber auch sehr eng hier, weil es, ja, sehr eng ist. Wir gehen in die erste Kurve mal sehr sanftmütig rein. Links ist jemand, oh, leichter Pendler. Und da geht es auf den 14. Platz nach vorne. Links Ocon, den können wir mitnehmen im Windschatten von Yuki. Und da ist ein kleines Loch hinter Valtteri Bottas und da werden wir uns einsortieren. Es ist der 12. Platz, immerhin schon mal 4 Plätze gut gemacht in dieser turbulenten Startphase. Es heißt auch wieder hier Grip finden, denn ja, manche Setups sind natürlich, oder manchmal ist das Setup nicht perfekt und ja, gerade dann wird es schwierig. Weiß auch nicht, wie es mit dem Reifenverschleiß aussehen wird, da war es ja auch in den letzten Rennen immer wieder, und da müssen wir auch heute mal gucken, ob der Reifenverschleiß diesmal okay ist oder wieder so schlecht ist. Bottas Front, Stroll Front, ich glaube, die könnten wir mit einem guten Renntrim könnten wir die auf jeden Fall ärgern, weil ja, gerade Bottas, der ist eher mit einem schwächeren Auto unterwegs, auch Stroll, gegen den konnten wir schon kämpfen und wir sehen ja auch da vorne, dass Magnussen irgendwie alles ein bisschen zusammenhält, also glaube ich, könnten wir bis zum Magnussen nach vorne kommen. Heute wird aber noch einiges passieren, unter anderem ein sehr, 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 sehr dummer Zeitpunkt für einen Safety Car und ja, was soll ich sagen, es wird auch noch das ein oder andere Überholmanöver passieren, das mir nicht so gelingt oder mir nicht so gefällt. Jetzt aber hier mal an Valtteri Bottas dran und da gehen wir ganz spät in die erste Kurve rein und übernehmen den 11. Platz. Das ist mal okay. Stroll jetzt vor uns, das könnte unser erster Punkt werden.
Ja, ich will natürlich nichts verschreien, denn es ist auch trotzdem schwierig, hier nach vorne zu kommen. Wir müssen auch auf die Reifen ein bisschen aufpassen. Also in zweiter Runde 20 Runden, 35% Rennen, KI-Schwierigkeit 88 und dann müssen wir mal gucken. Aber jetzt doch hier an Stroll, da können wir gut dranbleiben, weil eben Magnussen so ein bisschen den Bremsklotz macht. Auch wenn Kevin da den besseren Reifen anscheinend drauf hat, sind wir trotzdem noch um einiges konstanter. Es ist halt auch interessant, dass wir mit unserem Audi Neuanfänger-Team genauso schnell sind wie der Magnussen in seinem normalen Formel 1 Auto. Und jetzt hier an Stroll dran, das reicht aber noch nicht ganz. Also ich könnte hier ein Brechstangenmanöver versuchen oder so, aber das bringt uns im Endeffekt beiden nichts und könnte dann das Aus für beide bedeuten oder so. Also das will ich dann absolut nicht. Jetzt im letzten Sektor, da fehlt es noch ein bisschen auch an Stabilität vom Auto hier auch. Ich würde sagen, vielleicht an Aerodynamik oder so. Also wir sind zwar strong, ich würde gerade sagen in Sektor 1 und 2, aber gerade so in Sektor 3, da fehlt noch an einiges. Da scheren wir aus und ähnlich wie Bottas gehen wir auch hier am 10. Platz vorbei. Das ist, ja, der erste Punkt. Jetzt gucken wir uns mal den Start an. Max aus der von der Pole Position, daneben Leclerc und Sainz dahinter. Aber Sainz, glaube ich, hat direkt den Start gegen Perez verloren. Und wir kommen auch okay weg. Also unser Start war gut und ich musste mich auch irgendwo einreihen. Und da war gerade diese Lücke vor Guan Yu Zhou eigentlich perfekt. So, und dann natürlich hier, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Und da konnten wir uns echt gut freuen. Denn hier gehen wir gut innen nach rein. Und natürlich war auch hier ein bisschen der Störenfried Ocon mit den gelben Reifen. Ja, Stroll ist schon über 4 Sekunden weg. Wir sind schon in der 5. Runde mittlerweile. Und ja, wir kommen zwar mit Magnussen mit. Das Problem ist halt, dass wir wieder nicht richtig vorbeikommen. Also da fehlt es dann auch wieder an der Endpace. Wir kommen mit, können da auch ihn ein bisschen ab und zu, ja, konnten ein bisschen mithalten. Aber es fehlt halt da wirklich an, ja, Endspeed. Jetzt könnte es aber mal was werden hier im DS. Und dieser Exit ist verdammt wichtig. Denn hier gibt es dann wie, ein bisschen weit rausgerutscht. Also das wird wieder nichts. Trotzdem, wir bleiben dran, natürlich hier nicht verzagen, 3,7 Sekunden zu Bottas ist sehr strong, denn ja, ist natürlich klar, Bottas hat kein DS, wir können uns da ziehen lassen von Magnussen, der sich dann wiederum von Norris ziehen lässt und der wiederum von Alonso und der wiederum, ja, von dem, ich glaube von Perez oder so, also, oder von Hamilton, ich weiß nicht genau, also da ist halt wirklich ein Ziehen und der nächste zieht und der nächste zieht, aber jetzt schaut sehr gut aus. Im Windschatten, eher ist es leider aus, da gehen wir aber nochmal zurück, denn es gibt natürlich, ja, ich glaube, er bekommt doch kein DRS mehr, oder? Bekommt Magnus noch DRS? Nope. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Wir gehen hier rechts vorbei und übernehmen hier den 9. Platz. Strong. Sehr, sehr gut. Alonso auf dem 7. Nur das ist natürlich bitter für alle Aston Martin-Fans. Der ist natürlich in echt um Welten besser. Jetzt geht's in die Box rein und jetzt kommt gleich eine dumme Situation. Denn, ja, wir kommen rein, auch alles läuft gut. Wir bremsen hier sehr spät und auch okay natürlich mit... So. Jetzt heißt's hier, zack, optimal 2,5 Sekunden. Das ist auch ein stronger Start. Nix mal Mann, ihr seid so schlecht. Jedes Mal ist irgendwas anderes. Zweimal in Folge läuft hier irgendwas schief. Jack Doohan jetzt auch vorbei. Und jetzt direkt, ähnlich wie Hülkenberg in Kanada, wir kommen aus der Box raus und Safety Car. Es ist einfach scheiße. Es ist wirklich kacke. Das ist der dümmste Zeitpunkt, dass ein Safety Car kommen kann überhaupt. Jetzt gehen wir hier wieder rein ins Rennen. Safety Car ist vorbei. Es war... 3 Runden, glaube ich, war es draußen. Echt mühsam. Alle waren in der Box und wir können vor Glück sprechen, dass wir hier immerhin, aber wirklich immerhin, den 9. Platz behalten durften. Das ist echt sehr, sehr scheiße gelaufen. Ganz spät hier rein gegen Leclerc. Und ich wusste, wenn ich den nicht in der ersten Runde nach dem Restart überhole, ist meine Chance vorbei. Und so war es dann auch. Denn der macht jetzt sicher ordentlich Druck. Die nächsten 7-8 Runden wird der richtig pressuren. Und der wird uns bis zum Schluss in Atem halten. Aber jetzt mal zurück zum Rennen. Wieder Kevin Magnussen vor uns. Der konnte es irgendwie schaffen, vor uns ins Ziel zu... vor uns, ja, rauszukommen. Das ist natürlich bad.
aber müssen wir halt nochmal überholen. Wir wissen halt auch, Kevin ist jetzt nicht gerade der Sportlichste, wenn es ums Überholen geht. Trotzdem müssen wir halt einfach alles geben. Boah, hier bin ich wirklich auf letzter Rille, denn meine Reifen sind ja auch eine Runde älter. Da täuschen wir rechts an und ging dann ganz, ganz eng. Ja, war ein bisschen gefailt. Trotzdem, boah, ich bin jetzt so wirklich auf letzter Rille unterwegs. Denn ich sehe ja natürlich auch die Chance da vor mir mit Hamilton, der ein bisschen von Alonso aufgehalten wird. Sehe ich ein bisschen meine Chance, hier noch mehr Plätze gut zu machen und noch mehr gut zu machen. Nur mit dem Push, mit dem unnötigen Querstehen und so, ja, mache ich natürlich auch Leclerc die Tür auf, den ich hier richtig schon abdecken muss. Da fallen wir fast aus dem DRS-Fenster wieder raus. Also das ist natürlich gar nicht das, was ich mir so gedacht habe. Ja, jetzt heißt es natürlich pushen, keep pushing, wir müssen hier dranbleiben. Jetzt aber wieder im DRS, ja, es ist natürlich Magnussen, der bremst ein bisschen ein und hat kein DRS. Schaut euch das an, der ist schon 2,5 Sekunden, ist Alonso schon weg. Und da sind 2 Runden jetzt hier Leclerc und da gehen wir rein, ich kann nicht anders. Ich muss hier rein, denn zurückstechen wäre nicht möglich gewesen. Und früher bremsen hätte geheißen, dass ja Leclerc ihnen durchsticht. Trotzdem, glaube ich, ist es zu einem halbwegs sauberen Überholmanöver gekommen. Und das ist P7. Und ich glaube, das wird auch unsere Endposition sein. Denn jetzt müssen wir vermutlich mehr gegen die Hinterleute kämpfen, wie, ja, den Vorpressure. Es sind jetzt schon 2,5, 2,7 Sekunden. Und das werden noch viel, viel mehr werden. Denn meine Reifen sind natürlich ein bisschen älter. Und so heißt das dann halt, ja, hold the position wieder. Aber es wären wieder unfassbar tolle 6 Punkte. Und wir haben einen Ferrari hinter uns. Also, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ganz vorne fährt wieder einsam. Alone in the, ja, on the street. Fährt hier Max Verstappen weg. Und, ja, dahinter guckt euch das Loch schon an. Also, es ist ähnlich wie in der wirklichen Formel 1. Oder sind es beide Red Bull? Ich weiß nicht mal. Also, trotzdem. Es ist interessant auf jeden Fall. Jetzt gucken wir uns mal die Replays an. Das ist Runde Nummer 6, dann das erste Mal gegen Kevin Magnussen. Hat hier abgedeckt und ja, wusste auch schon insgeheim, dass wir hier eigentlich schneller sind. Da konnten wir easy vorbei. Und Runde 10, das ist dann der Restart vom Safety. Ah, das ist dann während dem Safety Car, genau. Restart, glaube ich, gab es Runde 12. Restart, glaube ich, gab es dann Runde 12. Genau, jetzt hier der Restart. Da waren wir auch schon sehr, sehr nah an Charles Leclerc dran. Und boah, was für eine unfassbare... Ich bin da wirklich immer auf engster Rille. Und da wurde hardcore von Magnussen eingebremst. Und da sah ich meine Chance, auch wenn es ein bisschen hart war. Aber ich glaube, gerade gegen einen Ferrari muss man so reingehen. Wir haben den 6. Platz geerbt, weil ja George Russell das Rennen Fernando Alonso das Rennen beenden musste. Hat einen Motorschaden oder so und wir kommen da ja jetzt ordentlich in Bedrängnis, denn Charles Leclerc probiert es wirklich in jeder Stelle. Da können wir gerade noch so irgendwie drauf halten, lassen ihn noch ein bisschen Platz zum Atmen. Aber ja, boah, das werden harte letzte Runden. Es sind 6,4 Sekunden und ich habe gesagt, das wird hardcore, dass wir die, dass wir diesen Platz behalten. Es sind noch 3 Runden und wir haben noch 2-mal Start und Ziel und dann natürlich die lange Gegengerade. Ich denke, auch hier wird es hardcore schwierig werden, das Ganze zu halten. Werden wir mal gucken müssen. Es ist die 19. von 20 Runden, Leute. Es geht in die letzte Runde rein. Charles Leclerc hier im 3/10-Fenster. Und jetzt wird es eng. Jetzt wird es sehr eng. Letzte Runde. Wir haben hier einen sensationellen 6. Platz und ich probiere wirklich mit letzter Rille meinen Platz zu verteidigen. Hier sticht Leclerc wieder durch, kann aber natürlich nicht, weil ich nur so ein bisschen Abdecklinie fahre. Aber jetzt wird es spannend, Leute. Jetzt geht es in den Mittelsektor, wo es ja seit neuestem noch DRS gibt und boah, der Exit ist verdammt wichtig. Er ist alles aufgespart für diese Stelle hier, aber guckt euch das mal an, wie Leclerc hier angeschossen kommt. Ja, da gibt es einen Wheelbank, da hilft doch das beste Abdecken nichts. Gegen diese Pace können wir einfach mit unserem Auto nichts. Jetzt heißt natürlich schade, erstens mal, es ist schade, dass wir hier den Platz verloren haben, aber ich probiere hier auch noch alles. Ich schneide die Kurve hardcore
Aber es reicht nicht. Guckt euch an, wie der da vorne ziehen kann. Oh mein Gott, da kommt der. Wow. Wow, 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 wow. Der Slip-Oversteer aus der vorletzten Kurve raus. Und jetzt heißt es natürlich nochmal aufpassen. Denn Kevin Magnussen bittet hier seine Chance, aber nix hier. Hier übernehmen wir den 7. Platz. Ich meine, das sind 6 Punkte, die echt wichtig sind. Das sind wichtige, wichtige 6 Punkte. Und ich würde sagen, besser ging es heute nicht. Drive of the Day. Nach dem grottigen Qualifying glaube ich aber auch nicht, dass im Rennen mehr drin gewesen wäre. Eventuell Lando Norris, Rennen, der ja auch weiter vorne war, aber Leistung, ja, sonst heute den Sieg gebracht hat. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Hier haben wir nun das Endergebnis, 6 wichtige Punkte. In der schnellsten Rennrunde waren wir einfach 2 Sekunden langsamer. Jack Doohan wird 18. Platz, auch sehr strong. Und wir sind mit 22 Punkten in der Weltmeisterschaft. Nach 3 Rennen bin ich eigentlich sehr entspannt. 4. Platz in der Konstrukteurs-WM. Besser geht's eigentlich fast nicht, würde ich mal sagen. Also es ist schon ein stronges Ergebnis. Hier nochmal das, ja, dieses Duell ab Level 5, glaube ich, dürfen wir uns das erste Mal einen Sponsor holen. Also das heißt, da gibt es extra Kohle, denn mittlerweile, wir nehmen nur 100.000 pro Rennen ein. Das ist sehr wenig. Aber wir sind, das ist natürlich halt, ja, ich habe Neuling eingestellt und so ist es dann halt. Das ist Neuling. Und 2,4 Millionen. Ich glaube aber auch, dass wir das erste Mal uns was kaufen werden. Nach 3 Rennen. Das ist schon sehr strong. Und ich glaube auch, dass das sehr lange dauern wird, bis wir dann unser, ja, volles Pensum des Autos ausgeschöpft haben oder ausschöpfen können. Denn, ja, es ist halt, wie es ist. Wir können doch das nicht beschleunigen oder so. Ich finde es auch so ein bisschen realistischer. Denn mit einem Team kommen und dann direkt in der ersten Season Rennen gewinnen, glaube ich, wäre dann auch sehr unrealistisch. Gut, aber ich würde sagen, für heute war es mal. Es gibt ordentlich Upgrades. Wir bekommen hier Aerodynamik-Chassis. Ja, das kann gut werden. Das kann sehr, sehr gut werden. Und ich freue mich schon aufs nächste Rennen. Morgen kommt dann wieder mal Breaking Point. Und ja, das nächste Mal geht es nach Aserbaidschan zum ersten Sprintrennen der Season. Das kann auch eine sehr spannende Sache werden. Doch, ja, ich glaube, unser Top-Speed-Wert wird nicht reichen. Also ich glaube, da müssen wir das erstmal zittern, über Punkte zu holen. Abonniert doch unbedingt gerne den Channel kostenlos, falls euch meine Videos gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da und schaut gerne auf Instagram und auch natürlich gerne auf ez-tobi auf TikTok vorbei. Hier gibt es eine ordentliche Liste an Sachen, die da reinkommen. Ja, natürlich auch leider das Geld, das abgezogen wird, aber ich würde mal sagen, ich freue mich extrem. Bis morgen oder später auf TikTok und ich würde mal sagen, bye.